Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Uncharted 4, A Thief's End. Es geht weiter. Hui. Schön, dass er das so gut kann. Und wie er das Seil automatisch an seinem Hintern aufrollt. Ich bin beeindruckt. Ich muss nur mal kurz was gucken. Okay, nein, passt alles. Dingsbums hat nämlich gerade ein bisschen rumgezickt gehabt, die Capture. Yay! Machen wir das genauso gut wie unser Bruder mit dem Seil? Nach oben, Junge. Was tust du? Du musst nicht hinterher springen. Sam, alles ist gut. Ich weiß nicht, was das Problem gewesen ist, dass er jetzt gerade da einfach runtergejumpt ist. Keine Ahnung. Er wollte nicht nach oben. Ich hatte L1 gedrückt gehabt. Also im Normalfall muss ich ja immer L1 drücken und dann nach oben. Aber irgendwie probieren wir es nochmal. L1 und nach oben. Nein? Ach, jetzt geht's. Okay. Ja, nochmal. Und gut ist. Wieso ging es beim ersten Mal nicht? Wäre zu einfach. Es wäre zu einfach. Nathan, was? Oh, er. Voll unauffällig. Okay. Die Schuhe hat man jetzt einfach so an. Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Na, oh, wir werden gleich wieder gepiept. Wer ist das, Sullivan? Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du hast Sully so lange nicht angerufen? Verstehe ich aber auch nicht. Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Das ist ein Riesending wahrscheinlich, oder? Lass mich raten, das ist so eine fette Statue. Schau mal da. Oh, Scheiß. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay, aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Legen Feuer? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem. Strom. Leute, seid ihr blöd? Das hier ich werde doch nicht im Dunkeln. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Ja. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Oh nein, ich wollte doch Sully nicht mehr in so eine Kacke reinziehen. Bereit? Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst doch, was alles immer. Nein.
Am die Basti, wenn du Pech hast, kriegst du scheiß Riti. Unsere Fluchtplan überdenken. Wird ziemlich haarig werden. Wir springen hier einfach runter und sterben. Wir hatten schon brenzligere Kuhs. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Wenn sie uns erwischen, sind wir längst tot? Hä? Was zum Teufel? Das ist sehr beruhigend. Das ist toll. Voll unauffällig, wenn drei Typen auf einer Mafiosi-Party hier rumrennen. Wir müssen aufs Klo. Ja, auch Männer gehen zusammen aufs Klo. Um 19 Uhr, alle Gebote sind binden. Ching chang chong chang, ching ching chang. Ja, nee, ist ja Schnäppchen. Alles Schnäppchenpreise. Wer ist denn hier so Chakaboom? Aha. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Weißt du, wo der Weinkeller ist? Was ist denn das? Oh, ist das Kristall oder Eis? Eiskultur, oder? Auf jeden Fall sieht's cool aus. Ich habe Sally verloren, weil ich wieder mal auf Möpse geguckt habe. Also, weil Nathan auf Möpse geguckt hat, um genau zu sein. Das sind schon Eisfiguren. Cool. Unauffällig, da ist du gesperrt. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hält den Fuß rein. Scheiße. Was ist denn das für ein Typ? Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Seid ihr blöd? Oh nein, Assassin's Creed. Schön, dass ich jetzt zum dritten Mal auf den seinen Arsch gucke. Oh, come on. Shit. Brauchst du Wegweiser? Ich habe nicht nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Ja, sorry. Wo ist denn der blöde Leitz hin? Erstens mal musste ich auf seinen Arsch gucken und der war nicht sehr attraktiv. Zweitens, der gleiche Grund wie der erste. Und drittens hat mir keiner gesagt, dass ich noch Dreieck drücken muss. Wo ist denn der jetzt? Er lenkt ihn ab. Ich sehe den Spaten nicht mal. Da ist er. Unauffällig. Ja,
Schau mich nicht so an, Kellnerin. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit so. Ja, das ist toll. Okay. Jetzt habe ich ihm zum vierten Mal auf den Arsch geguckt. Versuchen wir es nochmal. Sam hätte ihn ja auch gleich ablenken können. Okay. Ach, ein Ohrstöpsel, damit wir uns verständigen können. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Pass bloß auf dich auf, Sully. Ich habe keinen Bock, dass du jetzt hier in dem Teil erschossen wirst oder so. Muss ich jetzt Sully spielen? Oh. Oh, fuck. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Wer ist schön, das dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, interessanter Name hat die da. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Fuck. Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit, okay. Ja, oder sie hat auch vor, das Kreuz zu klauen, ihr Freaks. Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen. Was ist das denn ekliges? Ew! Gammeleier. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine kleine Stadt. Ja, die bunkern schon mal, falls eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Die gucken Fußball. Siehst du einen Kellner? Ich glaube nicht, dass die Kellner hier unten rum. Was sind das für Flecken? Wein oder Blut? Oh, Weinkeller. Okay, es ist wohl eher Wein als Blut. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Da ist ein Gitter. Können wir da durch? Nein, können wir nicht. Na, geht doch. Ach so. Da oben sind Lüftungsschächte. Da wollte ich gerade hin und dann hast du mich nicht gelassen. Beziehungsweise dein Bruder. Das sieht aus wie eine Geheimtür. Na bitte. Im Dunkeln ist gut munkeln. Es wäre denn Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Tür. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Wieso hast du nicht einfach mal wirklich ein Feuerzeug, du Blödel, dir endlich mal angeschafft? Mr. Drake Junior. Also Mr. Nathan. Nein, natürlich nicht. Brauche ich nicht. Ich auch noch nie gebraucht. Ich musste nur 5-mal Feuer machen im dritten Teil. Vor Spinnen weglaufen und überhaupt. Oh, was ist der Zugang hinter den Fässern? Erkennt sie das Shit. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Alcazar ist ein A-Loch. Kannst du mal ausrichten.
Wait. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Er kann sich aus allem herausreden. Gut gemacht. Kann ich da jetzt durch oder ist das immer noch nicht? Komm mal her, Brüderchen, ich seh nix. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum Draufklettern. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halt das Feuerzeug. Das. Er hält das Feuerzeug. Hilfreich ist anders, aber okay. Okay, hier. Das hört man auch gar nicht. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Ich will mich ja nicht aufregen, Jungs, aber ihr wisst schon, dass das voll, dass ihr dann auch voll dreckig seid. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Der hat gesagt, Giacomo. Sbrigati però. Sai che questa gente non piace aspettare. Kannst du nicht saufen, wenn wein. Willst du wieder kacken? Potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da te. Thanks for Dings, Dunkelheit. Was ist da hinter mir? Ach, da. Das ist aber nicht hinter mir. Was? Ach, da. Ich kann nichts sehen, wenn du da mit deinem Arsch sitzt. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Voll unauffällig. Mit nur einem Hemd. Und wahrscheinlich hat es auch noch voll gedreckt bis zum Abwinken. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. No. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Komm, ich mache eine Räuberleiter. Okay. Gut, dass du Romance. Da bist. Das sieht sehr... gewöhnungsbedürftig, das, was du da machst. Sally, ich muss sagen, Nathans Bruder ist irgendwie schon, ja, ne? Doch, hat was. Sally, bist du da? Wieso springen wir jetzt wieder aus, runter? Geht's ihm gut. Sam, komm her. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Und wieder dasselbe Sexiness. Ach nein, jetzt ist mal, darf ich sexy sein. Hui! Nathan. Vorsicht, Vorsicht. Oh, Scheiße.
Buonasera. Ma che sta facendo? Was macht er denn für eine Scheiße? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Wieso immer ich? Also, er macht jetzt einen auf Canaman. In den Maschinenraum. Und ich bin hier der Affe, der wieder alleine rummöppen muss. Alles klar, Sam? Ja. Nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Knackarsch. Ja, weil wir in Italien sind. Mach dir keine Sorgen um zu enge Hose. Kannst du ganz schnell machen. Sam, bist du da? Oh nein. Sam? Sully? Toll. Die sind bestimmt von dieser komischen Trulla gefangen genommen worden, weil die hat bestimmt auch was vor. Vielleicht ist auch dieser Abstech-Heini mit dabei. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. 100%, dass die Tussnell da, weil das wäre schon sehr zufällig, dass die da auftaucht. Vielleicht spielt die wirklich mit dem einen Fuzzi, dass der die da engagiert hat, die Söldnerroller. Halt, da ist ein... Kann ich da hochklettern? Nein. Okay, das funkt schon mal nicht. Das Problem ist, ich komme... Hier auch nicht rüber. Da ist zwar so eine Leiste, aber das wird mir auch nicht viel bringen. Weil da komme ich ja deswegen nicht rüber. Wenn ich da an den Felsen rankraxel, oder? Kann ich vorstellen, dass ich mich da hochziehen. Ah, da ist so ein Ding. Ich dann vielleicht von da irgendwie. Oh mein Gott, was uns da drüben erwartet und ob wir das überleben, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.